Marcel. Wie kann ich leicht umschalten von Ärger auf gute Gefühle? Willi! Willi, du warst doch bei meinem Seminar hier in Zypern dabei. Da habe ich doch darüber gesprochen. Wo warst du da? Willi, ist schön, dass du dabei bist. So, wie kann ich leicht umschalten von Ärger auf gute Gefühle? Also Willi, nehmen wir mal an, du ärgerst dich gerade so richtig grün und blau. Und dann erinnerst du dich genau an diesen Moment. Beim nächsten Mal, wenn du dich grün und blau ärgerst, erinnerst du dich genau an diesen Moment und fragst dich, halt, was mache ich hier für einen Blödsinn? Was tue ich mir hier an? Ich bereite mir gerade mit meinen Gedanken, die ich habe, schlechte Gefühle. Und dann, Willi, dann hältst du inne und dann fragst du dich also, was denke ich hier gerade? In dem Moment, wo du dich fragst, was denke ich hier gerade, nimmst du eine andere Position der Betrachtung ein. Du erweiterst deine Wahrnehmung, du erweiterst dein Bewusstsein in dem Moment. Und dann fragst du dich, ist es klug, mich hier zu ärgern? Ist es klug, mir hier eine toxische Umgebung in meinem Körper zu schaffen? Ist es klug, diese negativen Gefühle zu empfinden, die langfristig krank machen, die meine Mundwinkel langfristig herunterziehen, die meine Gesichtsform langfristig verändern, die mich schneller altern lassen? Und Willi, dann wirst du zu dem Schluss kommen, dass es immer Blödsinn ist, sich selbst schlechte Gefühle zu bereiten. Und dann fragst du dich, was könnte ich stattdessen denken? Und dann denkst du genau die Fragen, die ich gerade angesprochen habe. Wofür kann ich dankbar sein? Warum kann ich glücklich sein? Für was kann ich dankbar sein? Für was kann ich glücklich sein? Welche Menschen lieben mich? All das sind kraftgebende Fragen. Ein kluger Marketingmensch hat das irgendwann mal Affirmationen genannt. Willi, wenn du dich ärgerst, dann affirmierst du mit Warum-Fragen, kraftgebenden Fragen. Warum kann ich in diesem Moment glücklich sein? Warum kann ich in diesem Moment dankbar sein? Die einfachste Art und Weise, sich selbst am Schopf aus einem unbefriedigenden, ärgerlichen Zustand herauszuziehen. Und Willi, und auch für alle, in dem Moment, wo sie sich das nächste Mal ärgern, in dem Moment, wo Sie das nächste Mal schlechte Gefühle bekommen, denken Sie genau an diesen Moment. Und dann werden Sie sich fragen, was tue ich mir hier an? Was tue ich mir hier an? Mit schlechten Gefühlen beschleunige ich meinen eigenen Alterungsprozess, beschleunige ich den Alterungsprozess jeder einzelnen Zelle in meinem Körper. Mit negativen Gedanken befinde ich mich in einer Schwingung, in der ich keinen Erfolg anziehen kann. Und mit negativen Gedanken kreiere ich heute, in dem Moment, wo ich negativ denke, meine Lebenssituation von morgen. Und dann fragen Sie sich, will ich das in meinem Leben haben? Und das wollen Sie wahrscheinlich nicht. Und darum überlegen Sie sich, welche Gedanken kann ich anstelle dessen denken? Und Sie fragen sich, warum kann ich dankbar sein? Warum kann ich in diesem Moment glücklich sein? Und Sie fragen sich so lange, bis Sie eine Antwort darauf finden.